Magnetic Video Capture, kurz MaviCap. So nennt Sony sein Gerät für das Speichern von Standbildern von analogen Videoquellen. Die Namensgleichheit mit den Mavicas ist nicht zu übersehen, besonders nicht im Design beider Gerätschaften schaut man sich die Bedienknöpfe auf der Vorderseite an. Über das Gerät weiß man nicht allzu viel, selbst auf YouTube beschäftigt man sich eher mit den Kameras als mit dem Capture-Gerät. Dank der im Internet abrufbaren Anleitung findet man ein Erscheinungsjahr 1998. Die Anleitung kennt kein Windows 98, daher vermute ich eine Markteinführung in der ersten Jahreshälfte. Es gibt mit dem MVC FDR1 eine Variante ohne Display. Vor mir liegt mit dem MVC FDR3 die Variante mit aufklappbarem Farbdisplay, welches eine Diagonale von 6 cm hat. Auf der rechten Seite befinden sich die Ein- und Ausgänge für Composite und S-Video sowie ein Fach für die CR2025 Knopfzellenbatterie. Damit kann sich das MaviCap Datum und Uhrzeit merken. Zur Gerätschaft gab es ein Netzteil dazu, welches hinten angeschlossen wird. Doch es muss nicht unbedingt der Strom herhalten, ein Sony-Akku kann ebenfalls zur Stromversorgung eingesetzt werden. Auf dieser Sony Mavica von 1997 etwa sind ein paar Fotos gespeichert. Leider hat die Kamera keinerlei Anschlüsse. Die Fotos sind auf einer handelsüblichen 3,5 Zoll Diskette mit 1,44 MB Speicherkapazität. Diese kann man einfach ins MaviCap einstecken, wohlgemerkt in ein Double Speed Diskettenlaufwerk, und sich die Fotos darauf anschauen. Am Fernseher angeschlossen lässt sich da sogar eine Slideshow starten. Dank dem MVC FDR3 kann ich mir auf einem Display alles anschauen. Aber der Line-Out erlaubt dennoch den Anschluss an einen größeren Fernseher. Gut, das ist ein Sony-Farbfernseher von 1988, aber hey, wenigstens auch von Sony. Und die Gerätschaft muss nicht zwingend immer bei sich selber stehen, um diese bedienen zu können. Mit dem MaviCap bekam ich noch eine Fernbedienung dazu, auch Remote Commander genannt. Und eine versehentliche Bedienung kann über das Menü deaktiviert werden. Was könnte man mit diesem Capture-Gerät eigentlich alles angestellt haben? Vielleicht Standbilder von einem Film auf einer Videokassette speichern? Denkbar wäre es, denn die Standbilder von VHS-Filmen sahen immer etwas unappetitlich aus. Theoretisch könnten wir uns den Film auf dem kleinen Farbdisplay anschauen, aber leider fehlen dem Sony-Teil Lautsprecher und die schlechten Betrachtungswinkel und die geringe Auflösung machen das unattraktiv. Für ein Standbild wird zuerst auf die Memory-Taste gedrückt, damit es vorgemerkt wird. Wenn das Ergebnis stimmt, wird mit der Rec-Taste das endgültige Bild als JPEG auf die Diskette geschrieben. Zack, ein digitales Standbild. Das ist das Bild in der Originalgröße. 752 x 568 Pixel bei einer Dateigröße von knapp 57 KB. Nicht die ideale Voreinstellung, denn hier sind viele sich bewegende Objekte und bei denen wäre De-Interlacing voll und ganz angebracht. Natürlich muss bei den Bildern beachtet werden, dass die OSD-Elemente des Videorekorders mit ins Bild kommen könnten. Wie auch immer die Fähigkeiten des Commodore 64 waren, Screenshots zu machen, mit dem Sony MaviCap und den entsprechenden Kabeln wäre es sicher ein Kinderspiel gewesen. Doch mit meinen Kabeln gab es da ein interessantes Phänomen. Eine schwarze Linie, die sich langsam von oben nach unten bewegte. Und die Bildfehler kommen nicht vom C64. Erfreulicherweise kommen diese Bildfehler nicht mit in die Aufnahme. Für dieses Problem gibt es sogar eine Lösung. Den Switch von Normal zu Source an der rechten Seite.
Dazu rät Sony sogar in der Bedienungsanleitung. Danach ist allerdings nicht nur der Streifen, sondern auch das OSD weg. Damit bleiben uns ein paar Infos verwehrt. Capturen geht dennoch. Hätte ich das mal früher gewusst, hätte mir die Runde The Lost Caves mehr Spaß gemacht. Neben dem schwarzen Strich fiel über den HDMI-Konverter an der Capture-Karte noch eine Bewegung des gesamten Bildes auf. Ein banales Beispiel. Ein PC-to-TV-Konverter, der über die Möglichkeit verfügt, VGA-Signale an ein Composite-Gerät zu übertragen. Hier wage ich es auch mal, die USB-Stromversorgung dafür zu nutzen, den Konverter über eine Powerbank mit Strom zu versorgen. Die Bildübertragung wollte anfangs nicht so ganz klappen, nachdem ich aber an ein paar Gerätschaften gerüttelt habe, ging es. Und ja, die Bildqualität ist grauenhaft. Selbst das TFT-Display des ThinkPad 370C wirkt da fortschrittlicher. Auf dem kleinen Display kann man sehr wenig erkennen, auf dem Fernseher ein bisschen was. Das ist der Screenshot vom Konverter. Und das ist der Screenshot von Windows. Wie gesagt, ein banales Beispiel. Besser ist es wiederum, von einer PlayStation digitale Screenshots anzufertigen, ebenfalls von Sony. Hier haben wir sogar eines der ersten PAL-Modelle mit direkten Anschlüssen. Da wollte ich von Grand Theft Auto ein paar Screenshots anfertigen, aber entweder hat die CD viel zu viele Kratzer oder das Laufwerk ist mit seinen ca. 26 Jahren altersschwach. Jedenfalls habe ich hier die Gelegenheit genutzt, Screenshots vom PlayStation-Logo in verschiedenen Qualitäten anzufertigen. Hier haben wir Frame mit höchster Qualität, Field mit höchster Qualität, Frame mit Standardqualität und Field mit Standardqualität. Mit Rayman habe ich ein funktionierendes Spiel finden können. Und wer sich die hohen Kosten des PS1 LCD-Displays sparen möchte, hat hier eine kostengünstige Alternative. Wenn auch ohne Ton. Auch hier habe ich noch zwei Screenshots erstellt, einmal mit Frame und einmal mit Field. Definitiv lohnt sich Frame bei stillen Szenen und Field bei bewegten Szenen. Während die PlayStation am HDMI-Konverter und damit an der Capture-Karte hing, habe ich das erste Tomb Raider laufen lassen und nebenbei für den nächsten Test eine freie Diskette gesucht. Dabei stieß ich auf Defekte. Das macht sich bemerkbar. Der Test war das Speichern der Screenshots im unkomprimierten Bitmap-Format. Die Bilder sind so groß, dass nur ein einziges Bitmap-Bild auf eine Diskette passt. Und so sieht es aus. Immerhin unkomprimiert. Die auf der Diskette gespeicherten Bilder lassen sich auch super am PC betrachten. Ein Diskettenlaufwerk gehörte 1998 schließlich noch zur Standardausstattung eines Computers. Zwar können auch die Bordmitte von Windows die Fotos anschauen, aber für sowas setze ich gerne meinen Lieblingsbildbetrachter in einer älteren Version ein. Heutzutage ist das Sony MaviCap obsolet. Aber damals hätte es eine praktische Gerätschaft dargestellt, um von analogen Videoquellen Standbilder aufzunehmen, um diese letzten Endes digital auf einer Diskette zu speichern. Wäre für Internetseiten ganz interessant gewesen. Der ominöse Anschluss ist übrigens für eine bestimmte Sony-Kamera. In Verbindung mit dieser hätte man ein gutes Bildbetrachtungsgerät gehabt.